kann ich dir stehen. Ich schreie, weil ich will. Schon wieder gibst du mir die Kraft der halben Pause, wenn du es bald die Ehe ist Betrug. Ich hab von ihr genug. Schon wieder gibst du mir die Kraft. Sammy vom Lohengrin. Es ist schon spät. Morgen ist auch noch ein Tag. Immer morgen. Ich glaube, ich bring dich lieber zu Bett. Dir fallen mir schon die Augen zu. Du hast es mir versprochen. Also gut, wenn ich es dir versprochen habe. Elsa von Brabant war in allerhöchster Not. Man hatte sie angeklagt, Gottfried umgebracht zu haben. Kenniger, sei doch nicht so ängstlich. Es ist doch nur ein Märchen. Lohengrin ist kein Märchen. Er ist der Sohn des Parsifal. Recht hast. Nimmst du mich das nächste Mal ins Theater mit? Du weißt doch, dein Vater will nicht, dass du vor deinem 16. Geburtstag ins Theater gehst. Wir müssen ihm ja nichts davon sagen. Mein Finger, du musst noch so viel lernen. Und Liebe zu verordnen. Vergiss mich nicht, Ludwig. Ich wünsche mir so sehr, dass du als König die Träume verwirklichst, die wir zusammen haben. Mein Ritter schlürft Träume, hör auf den weißen Schwan, nimm Abschied von den Deinen und folge seiner Bahn und fahr in fremde Länder und streite wie ein Held. Befrei sie von den Übeln, dieser Welt. Sieg den schwarzen Ritter, und wenn er liegt im Staub, dann reiche ihm die Hände und hilf ihm wieder auf. Verbinde seine Wunde, er wird dich lieben heiß, denn ohne ihren Panzer sind schwarze Ritter weiß. Majestät, heute ist ein großer Tag für euch und Bayern.
Warum so förmlich, mein Lieber? Noch bin ich nicht Majestät. Und an unserer Freundschaft wird sich nichts ändern, nur weil ich König geworden bin. Ich bin aufgeregt. Aufgeregt wie ein Schauspieler vor seiner Premiere. Hoffentlich vergesse ich meinen Text nicht. Stimmt nicht, Majestät. Es wird schwer sein, das Kabinett zu überzeugen. Schau dir nur den Lutz an. Was willst du mit solchen Leuten Neues auf die Beine stellen? Der schaut aus wie eine lebende Büroklammer. Und wenn die Welt voll Lutzes wäre? Ihr könnt euch auf mich verlassen. Sophie, Herzogin in Bayern! Seine Majestät, Ludwig der Zweite, König von Bayern! Unterstützen Sie mich, schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Meine Jugend
wird sie nicht enttäuschen. Waffenindustrie ist die Zukunft Bayerns und er hört sie nicht mal an.